Zeit. Also wir müssen 1,20 Meter hohe Zäune bauen, damit der Wolf sicher ist. Also ich habe einen Deutsch-Kurzhaar. Also das ist für den überhaupt kein Problem, über diesen Zaun rüber zu springen. Ja? Und beim Wolf ist es erst recht kein Problem. Es ist einfach total absurd, was hier los ist. Ja. Das ist das Schlimme. Ne? Von Dr. von Tiedemann ist einer der renommiertesten Wissenschaftler, die wir haben, von der Uni Göttingen. Und da ging es halt auch um Insekten und vor allem auch um Pflanzenschutz. Und da war jemand, eine Dame dabei, war so ein Lions Club, und dann sagte die Dame, ja, ich kaufe nur noch Bio-Weine. Warum? Ja, ist gesünder. Was ist daran gesünder? Und gesünder war daran natürlich gar nichts, weil der Biolandwirt natürlich dann auch entsprechend Schwermetalle einsetzen muss. Genau wie der Konventionelle, der muss dann halt andere Pflanzenschutzmittel einsetzen. Und jetzt bin ich wieder beim Thema Bio. Sie schnaufen schon so, sind wahrscheinlich voll angenervt, ne? Ja, aber das Problem ist einfach nur, was ich damit sagen will. Ich muss noch einmal das Thema Bio, habe ich vorhin gar nicht angesprochen, die Effizienz. Wir reden ja von morgens bis abends von Effizienz. Und wenn Sie im Ackerbau unterwegs sind, dann brauchen Sie als Biolandwirt leider das Doppelte an Fläche, weil Sie auch nur die Hälfte ernten von dem. Maximal. Sie können auch Pech haben und gar nichts ernten. Mein Biolandwirt, der Nachbar, der hat auch mal Jahre, der baut auch Raps an, die sind ganz okay und manchmal erntet er gar nichts. Und ich kenne viele Biolandwirte, die werden ihre Ware nicht los. Die haben zum Beispiel Dinkel oder auch andere Früchte angebaut und die liegen seit 2 Jahren auf der Halde. Die kauft keiner. Und die tun mir unendlich leid, diese Landwirte. Weil die natürlich ein noch viel höheres Risiko eingehen, weil die nicht diese Handhabe haben wie wir im Pflanzenschutz, mit Pflanzenschutzmitteln, also synthetischen. Und deswegen bleiben die auf dieser Ware sitzen. Und jetzt kommt Sarah Wiener ins Spiel. Sarah Wiener ist dem einen oder anderen bekannt als die Fernsehköchin aus Österreich. Die sitzt im EU-Parlament für die Grünen und ist Sprecherin des Pflanzenmittelausschusses der EU. Und Sarah Wiener sagt, gleich gehst du mal eine Seite weiter, und Sarah Wiener sagt, die Landwirte in Deutschland oder in der EU sind, ich glaube hier oben kannst du es irgendwo sehen, sind süchtig nach Pflanzenschutzmitteln. Fordert Abschaffung der Agrarsubventionen, ja, genau, das ist ihr Betrieb. Bei Sarah Wiener hat einen Betrieb in Brandenburg, einen reinen Biobetrieb. Und jetzt kannst du das Video von ihr mal einmal anmachen, das da unten ist. Und Sarah Wiener sagt, wir können auf 70-80% unserer Pflanzen, nee, das ist ein Horsch-Video, da ist kein anderes von ihr. Das weiß ich auch nicht, warum das doppelt ist. Aber auf jeden Fall, Sarah Wiener ist in so einem Video zu sehen, wie sie sagt, dass sie auf ihren Hof überhaupt kein Pflanzenschutzmittel einsetzt. Ist natürlich klar, als Biolandwirt setzt sie natürlich keine synthetischen ein. Zumal es ja eine Landwirtschaft gibt, die zeigt, dass du das nicht brauchst. Mein Hof ist 900 Hektar, der ist jetzt nicht 2 Hektar groß. Und wie viel Pestizide haben wir bei den Ackerfrüchten in den letzten Jahren gebraucht? 0,0. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Sarah Wiener an ihrem Betrieb irgendwie knappe 600.000 Euro Verlust gemacht hat. So, sie ist natürlich nicht abhängig davon, aber prahlt dann damit, dass sie kein Pflanzenschutzmittel einsetzen kann und sagt, dass wir Landwirte süchtig sind wie Fixer nach Pflanzenschutzmitteln. Und das ist Sprecherin des Pflanzenschutzmittelausschusses. Und Sie sehen hier, dass trotz der Mittel, die wir haben, immer noch 50% mit diesen Pilzen belastet ist. Und wenn wir jetzt, und das müssen sich 4 Zahlen merken bei dem Green Deal, beziehungsweise bei der Farm-to-Fork-Strategie, das ist ja das, was bis 2030 in der EU passieren soll. Wir sollen 10% der europäischen Agrarfläche komplett stilllegen. Da soll nichts drauf passieren. Die nehmen wir also aus der Produktion. 10% schon mal weg. 25% sollen renaturiert werden. Keiner weiß genau, wie das aussehen soll, die Renaturierung, aber es soll passieren. Das heißt aber, dass sie dort keine Landwirtschaft betreiben müssen. Dann sollen wir 50% der Pflanzenschutzmittel pauschal reduzieren. Sarah Wiener wollte mehr. Und wir sollen 25% Bio anbauen. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie werden maximal dort die Hälfte ernten. Und jetzt gab es einen wunderbaren Artikel in den Salzburger Nachrichten. Die haben mal geschrieben, dass der Green Deal ein schlechter Deal für den Planeten ist.
Weil wir müssten woanders auf der Welt 8 Millionen Hektar urbar machen, also in Bewirtschaftung nehmen, um das zu kompensieren, was uns in Europa fehlen würde. Mal abgesehen von dem CO2-Fußabdruck, alles hierher zu karren, was für ein Irrsinn. Und wir würden ja zwangsläufig anderen etwas wegnehmen. Das ist doch wohl logisch. Ja, wenn wir hier unser eigenes nicht mehr essen, sondern woanders kaufen können, weil wir das Geld haben, noch, so wie wir es beim LNG-Gas auch gemacht haben, und wundern uns auf einmal, dass alle anderen wieder Kohlekraftwerke wieder anschmeißen, weil wir dann mitten auf der See, auf hoher See im letzten Jahr allen Ernstes dann den Kapitän angefunkt haben. Wir zahlen das Doppelte fürs Gas, fahren wir nicht nach Bangladesch, sondern kommen wir lieber nach Deutschland gefahren. Genau so ist es. Das ist nämlich die grüne Politik, dieser Schwachsinn hier. Anderen etwas wegkaufen, hier bei uns wunderbar dazustehen, in der Atacama-Wüste in Argentinien seltene Erden abzubauen, die Umwelt komplett zu zerstören, damit wir hier E-Autos fahren können und ein ruhiges Gewissen haben können. Das ist nämlich die grüne Politik. Das gehört soweit dazu. Machst du mal eine Seite weiter? Der belastete ukrainische Weizen, aber vor allem auch die Unwahrheit, die uns erzählt wurde, mit dem Getreidedeal mit Erdogan und mit Putin. Die Wahrheit ist nämlich so, das sind jetzt Zahlen, wie gesagt, aus Januar. Momentan ist es sogar noch schlimmer als diese Zahlen. Uns wird ja erzählt, wir sollen jetzt aus der Kornkammer Europas, können Sie das da hinten eigentlich so sehen? Sonst wechsle ich mal die Seite. Wir sollen aus der Kornkammer Europas für die armen Länder jetzt Ware dorthin schippern. Und wir sehen, wo die Ware hingeht. Libyen, Bangladesch ist ja ein minimaler Anteil. Der größte Anteil ging dann nach Spanien, damit unsere Schweine dort gefüttert werden, ja, die in Spanien gerade Urlaub machen. Nach China. Und China deckt sich gerade massiv mit allem ein, was es gibt. Mit allem. Getreide, alles. Der Chinese kann es sich nicht erlauben, dass sein Volk auch nur ansatzweise einmal irgendwie aufmüpfig wird. Der muss satt sein. So, und dann geht viel in Türkei. Jetzt könnte man an Schellen, wer Böses dabei denkt. Ne? Und dann auch vor allem nach Italien und Niederlande. Auf jeden Fall Europa. Europa. Und nicht dahin, wo die armen Länder sind. Und das ist jetzt ja noch schlimmer. Putin ist ja jetzt so schlau, das ist meine Meinung, indem er sagt, ich krieg's von uns umsonst. So, und was macht er? Steht gut da. Ja? Der denkt strategisch, der Mensch. Kannst du gut finden, kannst du nicht gut finden. Ja? Wir lassen uns ja momentan ablenken, gerade mit Dingen, Lobbyregister ist ganz interessant, damit die mal sehen, warum wir diese Politik machen, die wir gerade machen. Und das hat der Dr. Maaßen ja vorhin auch angesprochen. Das ist passiert ja nicht einfach so. Und die Politiker, die uns regieren, sind ja nicht einfach doof. Sondern da steckt ja irgendwas dahinter. Und wenn Sie jetzt mal schauen, wer dort Staatssekretär oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder ähnliches ist, das geht los bei Jennifer Morgan von Greenpeace, bei Frau Baerbock. Dann geht es los bei Frau Schulze, damals Umweltministerin, jetzt Entwicklungsministerin, auch wenn sie es noch gar nicht weiß, dass sie das ist, ist Herr Flassbart. Herr Flassbart ist ehemaliger Chef des NABUs. Ja? Und dann gucken Sie mal bei Herrn Özdemir weiter an, Frau Bender, Frau Nick, Ophelia Nick, auch BUND, alles NGOs, die genau das wollen, was ich hier gerade erzählt habe. Tierhaltung abschaffen. Wolf, kommen wir gleich drauf nochmal. Der Wolf muss hier wieder her. Oder aber Stickstoff, ja, also Nitrat. Nitrat als extrem giftig darzustellen. Und wir lassen uns ablenken. Ich mache einmal den Gender-Keks an. Das finde ich einfach so witzig, weil das hat mir eine Berufskollegin aus Baden-Württemberg geschickt. Ist dort im Schulbuch drin. Ja? Der Gender-Keks. Und da sehen Sie einfach mal, mit was unseren Kindern bombardiert werden, mit was für ein Schwachsinn. Mal abgesehen davon, dass sie in der Schule drangsaliert werden, weil sie vom landwirtschaftlichen, dreckigen Betrieb kommen, der die Umwelt, das Klima und Tiere quält. Ja? Und dann müssen unsere Kinder sich diesen Quatsch antun. Also ich wusste gar nicht, was das alles ist. Ja? Genderfluid, Demigirl, Trans, nicht-binär, weiblich, Demi-Boy, Cis, pansexuell, asexuell, lesbisch, hetero, ich weiß immer nicht, was das ist. Und ich glaube einfach, dass ich schon viel gesehen habe in diesem Leben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meinen Kindern irgendwie davon irgendwas passt da nicht. Nichts davon passt auf meine Kinder. So, mach mal die Seite weg. Aber ist es einfach, bitte? Das war in der Grundschule, ja, ist kein Witz. In der Grundschule, Sie sehen auch, was ich gerade sagte, dieses Framing, dieser Bauernhass, der wird dort schon geschützt. War bei meiner Frau schon so in der Schule. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Meine Frau ist ja leider auch schon nicht mehr 25. Aber gut, hat sie jetzt nicht gehört. Ja, gut, alles klar. Machen wir gleich eine Seite weiter. Da sind wir genau bei der Klimahysterie, die wir ja haben.
Ne? Und Sie sehen ja, wir müssen dringend umstellen, unsere Landwirtschaft. Und Herr Özdemir sagt ja, ich hatte Ihnen gerade von den vier Dingen erzählt, die in der Farm-to-Fork-Strategie stattfinden müssen. Ich meine, Sie müssen mal überlegen, was das heißt, diese vier Zahlen, die ich Ihnen gesagt habe. Wenn auf einmal 25% renaturiert werden, das heißt, wir sollen ja hier wieder Moore wieder vernässen, um das Klima zu retten. Überlegen Sie mal, vor Hunderten, ich kenne viele, die an der Küste oben Landwirtschaft betreiben, hinterm Deich und hinterm zweiten Deich, die ihre Vorfahren haben mit Blut, Schweiß und Tränen dieses Land urbar gemacht. Und jetzt kommen irgendwelche dahergelaufenen Spinner und meinen, wir müssen das wieder vernässen, um das Klima zu retten. Ehrlich jetzt. Und wenn Sie mit Experten mal sprechen, die sagen, mich rufen sehr viele Menschen an, die in interessanten Positionen sitzen, ich drücke es mal so aus, die jetzt aber nicht in der Öffentlichkeit das sagen können, was ich dann jetzt hier so mache. Können die nicht, weil die dann nämlich morgen gar nicht mehr zur Arbeit kommen brauchen. Aber die sagen mir das, weil die auch die Schnauze voll haben. So wie es bei Herrn Maaßen wahrscheinlich auch ist im Ministerium, die ihnen sagen, du glaubst nicht, was hier gerade los ist. Ja? Und das ist bei der Bundeswehr genauso, das ist bei der Polizei genauso, alle sagen das, aber die können sich natürlich nicht öffentlich hinstellen und das sagen. Aber solche Leute rufen mich an, auch vom Thünen-Institut. Und die sagen, Herr Lee, Sie können es sich nicht vorstellen, wir sollen hier jetzt irgendwelche Karten rausholen, ja, aus den 40er, 30er Jahren, wo irgendwo noch Moore drin verzeichnet sind. Und dann sollen wir auf Gedeih und Verderb das wieder vernässen. Ich meine, wir könnten ja mal anfangen, indem wir den Münchner Flughafen mal abreißen, weil da war nämlich mal ein Moor. Das wäre doch mal eine gute Maßnahme. Aber das traut sich keiner zu sagen. Kein Kerosin rauskippen. Ne? Aber das ist einfach der Wahnsinn. Und dann brauchen Sie natürlich so eine Agenda, und das fing ja schon damals an, der eine oder andere ist, hat ja ein gewisses Alter da, der das schon noch weiß, wie das damals kam, und wenn Sie mal mit Herrn aussprechen oder so und mal hören, wie das damals zustande kam, für mich ging es damals schon so los. Ja? Und wenn wir das hier so verschandeln wollen, ich meine, fahren Sie mal die A44, A33 hier lang, also ich staune, fahre ich so alle 3-4 Monate lang, wenn ich dann runter nach Bayern fahre zu meiner Familie, meine Frau hat 3 Geschwister, 2 davon wohnen unten in Bayern, da komme ich aus Staunen nicht mehr raus. Und wenn Sie hören, was da passieren soll, ne? Also 5 bis 6 Windräder pro Tag, und dann reißen wir jetzt Windräder ab, ja, die irgendwie 20 Jahre da stehen, um dann neue hinzubauen. Sie haben vollkommen recht, keiner weiß, wo wir mit dem Sondermüll hin sollen. Ne? Ah, jetzt sind wir schon beim Thema Wolf. Ganz interessant, ein Wolf mit einem Kalb im Maul, der über einen, ich schätze mal ruhig, 1,20 Meter hohen Zaun springt. Ne? Und jetzt sind wir beim Thema Wolf. Gut, das ist nämlich sehr interessant. Machen wir das nächste Video an, bitte, damit wir mal gucken. Beim Thema Wolf, wir haben ja vorhin schon, Josef, du hast gesagt, Wolf. Ne? Nee, das ist Simone, weggucken. Das ist halt, das passiert halt, wenn so ein Hybrid in der Ortschaft ist und da war mal ihre Schmusekatze auf dem Gewissen hat. Machen wir einen weiter. Das wollen die alle nicht sehen, aber das ist leider so. Ich habe das jetzt ein bisschen ungeordnet leider hier noch. Die sind also relativ aktuell. Zeit. Also wir müssen 1,20 Meter hohe Zäune bauen, damit der Wolf sicher ist. Also ich habe ein Deutsch-Kurzhaar. Also das ist für den überhaupt kein Problem, über diesen Zaun rüber zu springen. Ja? Und beim Wolf ist es erst recht kein Problem. Das ist einfach total absurd, was hier los ist. Ja. Das ist das Schlimme. Ja? Die Landwirtschaftsministerin Frau Karnibar hat neulich im Landtag gesagt, das habe ich auch gut geteilt, das Video, dass nur das Land Bayern eine 500 Millionen Euro ausgegeben hat für Zäune. 500 Millionen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, ich gehe bei mir in die Schule. Da sieht es noch genauso aus wie zu meiner Schulzeit. Da hat sich nichts dran verändert, außer dass man jetzt keine Tafel hat, sondern irgendwie so ein Whiteboard. Ansonsten ist da alles gleich. Das ist, glaube ich, das gleiche Scheißhaus wie damals. Und dann sagen Sie, wissen Sie, was ich meine? Es kann doch nicht wahr sein, dass wir für einen Schwachsinn, wir haben in Deutschland an die 4000 Wölfe. Niedersachsen hat mehr Wölfe als Norwegen und Schweden zusammen. Jetzt mal ganz ehrlich, Schweden ist 1,2 Mal größer als Deutschland. So, ich war einmal in Stockholm, aber noch nie im ländlichen Raum in Schweden. Aber ich habe die Vorstellung davon, Wald, nichts, Haus, Wald, nichts. Und da ist Schweden,
ist 500 Wölfe zu viel? Und dann schießen die 100. Ich zeige Ihnen Bilder, wo der Wolf am helllichten Tag bei uns in Niedersachsen durch den Ort tingelt. Der steht beim Aldi vor der Tür. Das ist kein Witz. Wissen Sie? Und wir haben Wolfsrisse, ich weiß nicht, ob Sie in der Bildzeitung gesehen haben. Jeden Tag Begegnungen mit Fußgängern, mit Reitern. Ich meine, selbst von Frau von der Leyen, das Pony ist totgebissen. Wissen Sie, dass ich habe nichts gegen den Wolf. Ist in Ordnung. Wir haben auch Möglichkeiten, Truppenübungsplatz Munster, Truppenübungsplatz Bergen, da kann der laufen. Da kann der rumlaufen. Ist vollkommen in Ordnung. Ich war neulich in München, habe dort im Landtag im Agrarausschuss gesprochen und hatte danach eine Buchvorstellung im Yachtmuseum mit Professor Herzog. Der hat das Buch vorgestellt, die Sache mit dem Wald. War ein kleiner Kreis, 60 Leute, und da habe ich mit ganz vielen Förstern gesprochen. Und die haben mir gesagt, Herr Lee, wir haben bei uns in Leipzig, ich mache 5000 Hektar, kein Wild. Nichts. Ein Wolf braucht ungefähr 3 Kilo Fleisch am Tag. Ausgewachsener Wolf, 3 Kilo. Jetzt sagen wir nicht, wir haben 4000, sondern 3000. Jetzt rechnen Sie mal 3000 mal 3. Und das mal 365. Der muss fressen. Der frisst ja kein Schappi. Auch wenn der Nabu ankommt und ihnen jetzt Wolfspatenschaften verkauft. Jetzt mal ehrlich, es ist ungefähr so, als ob ich sage, ich verkaufe Patenschaften für Außerirdische. Das ist sowas von irre. Wie soll das sein? Was soll denn der Nabu hat doch keine Kontrolle über diese Tiere. Ich meine, vielleicht hat man ein bisschen nachgeholfen, weil ich habe jetzt ziemlich bekannte Kreise, die ich jetzt in den nächsten 2 Wochen sicherlich auch öffentlich machen darf, dass wir in Deutschland keinen echten Wolf haben. Kein einziges Tier ist ein rein rassiger Wolf. Gar keins. Alles Hybride. Ich habe nichts gegen den Wolf. Nur jetzt, ich möchte nochmal die Zahl. 500 Schweden, 4000 Deutschland. Da stimmt doch was nicht. Wir sind doch hier, wir sind nun mal nicht Schweden. Ja, und wir müssen den einfach, das hört sich so an, einfach, der muss begrenzt werden, der muss bejagt werden, dass er überhaupt mal Jagddruck bekommt. Sie haben doch diese Wolfsbegegnung nicht am helllichten Tag einfach so, weil der Wolf ja, sie gerne mag, sondern weil er keine Angst vor ihnen hat. Das ist das einzige Problem. Der wird irgendwann, wenn sie dem mal einen über den Pelz braten, dann wird sein Kumpel, sein Nachbar schon merken, du, mit dem Menschen ist nicht gut kuscheln. Das geht aber nur so, das wird nur so gehen. Das Problem ist einfach nur, dass uns von morgens bis abends erzählt wird und dann angedroht wird. Ich meine, überlegen Sie mal, wenn Sie einen Wolf schießen als Jäger, dann rechnen Sie mit 5 Jahren Freiheitsstrafe. 5 Jahre. Sie können ein Kind vergewaltigen, gehen nicht für 5 Jahre in den Knast heutzutage in Deutschland. Wissen Sie, die Verhältnismäßigkeit passt überhaupt nicht. Und dann, es ist ja auch nicht wahr. Es wird ja immer von unserer Politik gesagt, das geht nicht wegen der EU. Also als ich das letzte Mal geschaut habe, war Schweden auch noch in der EU. Ja, das ist lächerlich. Es gibt ganz klar eine Regelung, wenn das öffentliche Interesse überwiegt, dass sie den Wolf bejagen können. Und es gibt auch den Punkt, der ist ja nur geschützt, weil er angeblich vom Aussterben bedroht ist. Also ich glaube, jeder muss doch bei dieser Zahl zugeben, dass der Wolf nicht mehr vom Aussterben bedroht ist und dann auch bejagt werden kann und auch muss und auch begrenzt werden muss. Und das wäre der Kompromiss, dass man nicht sagt, wir wollen den Wolf ausrotten, wir wollen aber das Leben auf dem Land, und ich rede ja auch, Sie haben ja vorhin die Küste angesprochen, von Deichschäfern. Ich meine, wir reden hier von Gefahrenabwehr, von Leib und Leben. Weil diese kleinen Trittsiegel, diese Hufe von den Schafen sind essentiell, um den Deich zu schützen und zu stabilisieren. Da können Sie keine Rinder drauf laufen lassen. Das kann der Deich nicht ab. So, und wenn Sie, oder in der Lüneburger Heide die Verbuschung, ja, das geht nicht. Das ist totaler Quatsch. Und deswegen ist meine felsenfeste Überzeugung, wir werden gar nicht drum rumkommen müssen, den Wolf zu bejagen und zu begrenzen. Und zwar massiv. Nicht die Hälfte, sondern massiv. Ich meine, wir können, ich glaube, 500 ist eine Zahl, da müssen wir auch irgendwann nochmal sagen, das ist auch das Maximum, ne? Wenn Schweden sogar sagt 400. Aber bis es da ist, es wird, ich hoffe, passiert nicht, aber wir werden erst diesen Rotkäppchenfall brauchen, bis Politik dann sagt, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Und dann, was meinen Sie, was dann hier in diesem Land los ist? Und dann müssen sich einige entschuldigen, wobei entschuldigen reicht dann auch nicht. Möchte aber noch einen Punkt aufsprechen, ich weiß gar nicht, warum das auf der Folie, entweder haben wir es übersprungen eben schon, ist das Thema Nitrat. Und wir haben vorhin schon einmal hier am Tisch über Holland gesprochen. Sie haben ja in Holland vielleicht mitbekommen, dass dort seit 2 Jahren massiv die Bauern auf die Straße gehen. Melden sich? Nee. Und das nicht zu Unrecht.
Nur das Problem in Holland ist das gleiche Problem, was wir hier bei uns haben. In Holland sagt man, die Stickstoffbelastung ist zu hoch und deswegen müssen die Landwirte weichen. Ein Drittel der holländischen Landwirtschaft muss aufgeben. In Holland ist man aber immerhin so ehrlich, wenn man das von der Politik überhaupt noch sagen kann, dass man gesagt hat, wir entschädigen euch. Man hat einen Fonds über 20 Milliarden Euro aufgelegt und die Landwirte werden dort, ich glaube, zum Faktor 1,15 entschädigt. Ne? 1,15 des eigentlichen Wertes. Also mehr als des eigentlichen Wertes. Und sie müssen dann halt als Landwirt auch unterschreiben, dass sie nie wieder den Beruf eines Landwirts ausüben. Also ein Berufsverbot wird ihnen erteilt. Das ist schon, finde ich, schon echt irre. Aber immerhin werden die entschädigt. Und die Begründung ist in Holland, da macht man auch kein Hehl draus, wir brauchen Bebauungsplatz für Industrie und für Wohnungen. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, wer soll da hin, wer soll da wohnen. Die Holländer haben ja alle eine Wohnung. Kann jetzt jeder sich dann Teil darüber denken, wer da hinziehen muss oder soll. Und das unehrlich an der Nummer ist, dass man bei uns in Deutschland ja so dreist ist, dass man die Landwirte ja ebenfalls mit der gleichen Mär gängelt, nämlich Nitratbelastung. Ich meine, kennen Sie irgendjemanden im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder bei sich selbst, der schon mal in einer Nitratvergiftung erkrankt ist oder sogar gestorben ist? Das ist ein Märchen sondergleichen. Und wie kam das zustande? 2012 musste jedes europäische Land die Grundwasserparameter, also die Nitratwerte, nach Brüssel melden. Jedes EU-Land hat das getan und hat die Durchschnittswerte gemeldet, der Brunnen, der Messstellen. Was haben wir gemacht? Wir haben nur die 300 Höchstwerte gemeldet. Das ist schon echt irre. Das kann ich alles beweisen. Wir standen vor 2,5, 3 Jahren mit Ministerpräsident Stefan Weil, Olaf Lies, damals Umweltminister, Barbara Trikinas, unsere Landwirtschaftsministerin vom Ministerium. Und da hat die das auch 1:1 so gesagt. Ja, das war doof, das war ein Fehler. Das war blöd. Kann ich nicht dran, da hat sie wahrscheinlich wirklich keine Schuld dran. Fakt ist auf jeden Fall, dass es auch zugegeben hat. Und keiner streitet das auch ab. Das ist genauso gewesen. Man wollte dann wahrscheinlich, das ist, glaube ich, die Intention gewesen, ich versuche immer, das Gute im Menschen herauszufinden, dass man Werte meldet und dann neue Werte meldet und dann Brüssel sieht, oh, Deutschland hat sich aber echt verbessert, ganz schnell. Das Dumme ist, dass man das Messstellennetz nicht ausgeweitet hat. Wir haben das schlechteste Messstellennetz überhaupt, das geringste Messstellennetz, also die Dichte ist so gering, wie in keinem anderen europäischen Land. Und das Problem ist einfach, wenn Sie jetzt hier, mein Bierglas ist jetzt eine Messstelle, so, dieser Tisch sind alles Landwirte. Das ist die einzige Messstelle in Ihrem ganzen Bereich, wo Sie halt Landwirtschaft betreiben. Jetzt zeigt diese Messstelle 51 Milligramm an. 50 Milligramm Nitrat ist die Höchstgrenze. Jetzt sagt die Politik, Sie alle sind Umweltsäue. Sie alle haben Landwirtschaft falsch gemacht, zu viel gedüngt. Und Sie müssen jetzt 20% unter dem Bedarf Ihrer Pflanze düngen. 20% unter dem Bedarf. Das ist ungefähr so bei einer Pflanze, müssen Sie sich vorstellen, wie bei einem Kind. Wenn Sie Ihrem Kind immer nur 80% des Tagesbedarfs geben, dürfen Sie sich nicht wundern, dass das Kind anfällig ist für Krankheiten, ist, schwach im Wachstum ist und grundsätzlich halt nicht so ausgeprägt ist und vielleicht auch nicht so helle wird, wie Sie es eigentlich vorstellen. Wird wahrscheinlich ein Grünwähler. Fakt ist auf jeden Fall, dass das ja nicht gerecht sein kann. Oder anderes Beispiel ist, Sie werden geblitzt, Sie fahren auf der Autobahn 120, was erlaubt ist, und Sie fahren 180. Sie werden beide aber für 180 verurteilt. Wenn Sie sagen, es ist ja ungerecht. Und genau das Gleiche passiert bei uns auch. Sie können Ihr Leben lang alles richtig gemacht haben. Das Problem bei der ganzen Nummer ist, dass es ja nicht einfach so, ja mal 20% weniger, sei doch froh, musst du weniger für Dünger ausgeben. Nein, das Problem ist einfach, dass Sie weniger ernten, dass sie ihre Böden schwächer werden, dass sie nicht die Werte erfüllen müssen, gerade im Proteinbereich, der ganz wichtig ist für den Weizen zum Beispiel, ja, damit sie backfähigen Weizen hinbekommen. Dänemark hat das Ganze schon mal gemacht. Dänemark hat genau das, was wir machen, 10 Jahre lang gemacht. Und dann hat man irgendwann festgestellt, ups, wir haben ja gar nicht die 12% Protein. Ich meine, ein guter Bäcker kriegt auch 11% oder 10,5% hin. Aber nicht die 8,2% im Schnitt, die Dänemark zuletzt hatte. Und dann hat man gesagt, das müssen wir sofort abstellen. So, also Dänemark ist ja nicht irgendwer. Dennoch machen wir den gleichen Fehler, den Dänemark schon längst korrigiert hatte, jetzt wieder. Und das Ganze weiten wir jetzt noch einmal aus. Ja? Nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen, komm, wir lernen aus den Fehlern und bauen ein größeres Messstellennetz oder machen ein Verursacherprinzip. Das wäre ja fair, wenn man sagen würde, okay,
Wir als Staat müssen beweisen, dass du zu viel gedüngt hast, lieber Bauer. Und die anderen sind dann raus. Nein, das macht man gar nicht, das Ziel. Man will das ja. Und das, warum macht man das? Weil man die Landwirtschaft hier wieder abwickeln will. Das ist genau wie mit der Tierhaltung auch. Alles gleich. Ist doch komplett lächerlich. Erinnern Sie sich noch an Renate Künast. Vor 20 Jahren oder 25 Jahren war die Landwirtschaftsministerin. Ja, wenn Sie sich über Biogasanlagen aufregen und sowas. Renate Künast hat damals gesagt, die Biobauern oder die Biogasbauern werden die Ölscheiß der Zukunft sein. Das hat die gesagt. Und jetzt regen sich alle auf, dass wir Biogas haben, Mais haben und so weiter. Das ist deren Idee gewesen. Oder Gehirnfurz, wie sie wollen. Und das Schlimmste an der ganzen Nummer ist noch Käfighaltung. Exemplarisches Beispiel. Wir haben ja die Käfighaltung hier verboten. Finde ich ja auch vollkommen richtig. Ich bin ja wirklich für Tierwohl. Was ist passiert? Die Käfige sind nach Osteuropa gegangen. Der Lebensmitteleinzelhandel hat wo gekauft? Ach richtig, in Osteuropa. Wir saßen nach diesen Blockaden vom Lebensmitteleinzelhandel ganz oft mit den Vorständen von Edeka zusammen. Neulich saß man wieder mit Edeka Minden. Edeka Minden ist ja einer der größten Ableger, geht ja bis Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg, Berlin. Und dann saßen wir mit denen zusammen und dann erzählt mir einer, ganz stolz, ein Einkäufer sagt, 99% unserer Eier sind deutsch. Glaube ich nicht. Doch, nein, glaube ich nicht. Sie gehen nur von den frischen Eiern aus. Sie gehen aber nicht von den Nudeln und anderen Produkten aus. Die kommen nämlich aus genau diesen Käfighaltungen. Und das ist einfach genau der Punkt, den ich immer wieder und immer wieder sage. Wenn wir hier etwas abschaffen, abwickeln, kommt es von woanders her. Und wir wickeln hier gerade die gesamte Landwirtschaft ab. Das ist nur wirklich ein ganz kleiner Teilbereich, den ich hier wiedergeben kann. Aber ich spreche jeden Tag und ich lerne jeden Tag neu dazu. All das, was ich hier so weiß, das weiß ich von Gesprächen mit Berufskollegen, die eins zu eins davon betroffen sind. Ich kann mir diesen ganzen Schwachsinn ja gar nicht anlesen oder sowas. Würde ich ja nur heulen, wenn ich das lesen würde am Schreibtisch oder im Bett. Also ich habe das von Berufskollegen, die das eins zu eins erfahren und erleben, dieses Drama. Und das ist mir, glaube ich, wichtig, dass sie das einmal so gehört haben und nicht auf diesen Zug aufspringen, der böse Bauer. Und wenn sie Fragen haben, bitte ich sie, wenn sie einen Bauern mal treffen, gehen sie mit denen ins Gespräch. Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wir als Landwirte haben in den letzten Jahren auch ziemlich viel verschlafen und auch selbst viele Fehler gemacht. Wir haben uns zurückgezogen ins Kämmerlein, haben gesagt, wir machen unsere Arbeit. Ich meine, viele Bauern haben auch für diesen ganzen Quatsch keine Zeit, diese ganze Aufklärungsarbeit. Da haben die gar keine Zeit. Ja? Das auch, ich hab ja eigentlich auch die Zeit nicht, obwohl ich gar nicht diese Tierhaltung habe. Aber mir geht es einfach darum, dass sie rausgehen, den Leuten erzählen, dass die Landwirtschaft hier in Deutschland nicht so schlecht ist wie ihr Ruf. Aber ich glaube insgeheim, und ich weiß es sogar, dass die Masse der Bevölkerung hinter der deutschen heimischen Landwirtschaft steht. Und das ist auch wichtig. Und wir müssen das in der Politik auch jeden Tag wieder sagen, dass unsere Landwirtschaft hier essentiell ist. Und wie Dr. Maaßen eingangs gesagt hat, wir brauchen die Bauern. Und für gerade im ländlichen Raum stirbt der Bauer, stirbt das Dorf. Und das dürfen wir nicht zulassen. Vielen Dank.